Waldeslust von Ernst Klotz. Der Oberförster Wurzelmann, der zog sein grasgrün Röcklein an, hing sein Gewehr sich um den Leib und sprach zu seinem Eheweib: Hallihallo, die Jagd geht an. Ich schieß den Hirsch im Wilden an, ich schieß. Du schießt nicht, sprach des Fürsters Frau. Sieh um, der Himmel rings ist grau. Es regnet und du lebst auch schon das dritte Jahr in Pension. Der Förster kaute seinen Bart. So lass mich doch noch weit ans Arthur wenigstens einmal rühren, dass mich die alten Hirsche hören. Schon orgelte im Fensterrahmen, da rings die geilen Hirschlein kamen, die aber da er selber rührte, der Oberförster gar nicht hörte. Zu spät erkannte er die Gefahr, als schon ein Hirsch so nah war, dass sich bereits die Vollbartspitzen unlöslich im Geweih verfetzten. Der Hirsch sucht unter wildem Schnaufen, ihn aus dem Fenster rauszuraufen, doch zieht nach jedem Ruck ihn immer die Gattin wieder rein ins Zimmer. Man sägt ihn förmlich rein und raus. Hallihallo, die Jagd ist aus. Dann beide kommen nicht mehr frei und so verenden alle drei. Ihr glaubt es nicht, wenn die Skelette nicht heut das Jagdmuseum hätten.